Hallo Friends, mal wieder ein großes herzliches Willkommen zu einem neuen Food Diary von mir. Essen nach Lust und Laune. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe echt versucht, mich gesünder zu ernähren, aber ich habe gemerkt, es tut mir nicht seelisch irgendwie nicht gut. Also ich weiß nicht, ich setze mich damit einfach nur unter Druck. Das macht irgendwie alles nur viel schlimmer. Und mir geht es einfach besser, wenn ich mich so ernähre. Ich weiß nicht, mich würde es echt mal interessieren, auch so ein bisschen, vielleicht gehe ich da nochmal zum Arzt etc. her, wenn, ob das denn nicht einfach in Ordnung ist, wenn das, vielleicht bin ich einfach ein Mensch, der sich so ernähren kann, ohne dass es einem schlecht geht. Ich weiß es nicht. Aber wisst ihr, was ich meine? Naja, genau. Jedenfalls, viel Spaß einfach mit meinem Food. Und wir starten mal wieder mit leckeren, selbstgemachten Keksen. Und zwar sind das Hafer Chocolate Chip Cookies. Die sind einfach aus Haferflocken, Apfelmus und Chocolate Chips. Das Rezept genau habe ich auch nochmal in den Reels. Dazu gab es noch ein Kleckser Marmelade. Und dann war das ein guter Start. Und dann hat mir aber doch nochmal ein bisschen Porridge gefehlt. Dazu natürlich mal wieder obligatorisch einen Riegel. Was auch sonst. Und dann gab es eben noch Schokodrops mit dazu. Das waren noch die in den Keksen waren. Dazu noch ein bisschen Apfelmus und, also Rhabarber-Apfelmus war das. Und ja, genau. Dann war ich mal wieder eine Runde unterwegs und dann auch noch mal eine Runde einkaufen. Habe ich mir mal wieder eine Packung Milchschnitte geholt. Milchschnitte ist auch sowas, dass ich irgendwie immer so richtig Cravings drauf habe. Also nicht immer, aber oft. Und dann habe ich mir eine Packung davon geholt, habe ich schon eins gleich vernascht und dazu noch ein Duplo-Choc-Nut. Dann zurück zu Hause gab es erstmal wieder eine Runde Nussmus und zwar habe ich da leckeres Pekannussmus mal wieder eine Runde gelöffelt. Vor allem ist das so richtig geil. Ich mag Nussmus meist eher, wenn das flüssiger ist. Also so wie das da ist, weil manches ist mir viel zu fest irgendwie und ich finde es so viel, viel geiler. Geht euch das so ähnlich? Genau, und dann zum Abendessen gab es nämlich auch nochmal eine Runde Nussmus, weil ich es dann auch super gerne eben als Soße nehme und es ist viel, viel besser, wenn es flüssig ist. Klar, man kann es sich auch anrühren, aber I like that. Und dann gab es noch Nudeln dazu. So schwarze Nudeln sind das. Dann noch Gurke und noch ein paar Kokosflocken, die ein bisschen sehr geröstet wurden. Dann auf euren Tipp hin habe ich mal wieder einen anderen Proteinriegel getestet. Und zwar diesen Powerbar in der Sorte Milk Chocolate Peanut. Und den fand ich auch echt ganz lecker. Doch, obwohl die weiße Sorte mein Favorite bleibt. Und dazu noch ein paar Lebkuchen, weil es schon wieder Weihnachten. Nein, aber die habe ich ein bisschen Plast geholt gehabt. Da gibt es ja immer ältere Sachen sozusagen. Und ja, hatte ich mal wieder richtig Bock drauf. Dann zum Frühstück gab es erstmal einen von diesen Dextro Energy Riegeln. Den finde ich auch immer sehr, sehr fein. Die sind auch so geil gefüllt. Und dann lecker Porridge mit Philadelphia drin. Das ist auch eine richtig geile Kombi. Also mit dem süßen Philadelphia kann ich euch auch wirklich mal empfehlen. Zum Snacken gab es dann wieder ein bisschen Schokolade. Und zwar, er gesagt, Schokoladendrops, aber ich finde, die kann man auch einfach so gut pur essen, weil die dann auch so richtig geil fein sind. Also bin ich die Einzige, die Schokodrops einfach so isst? Nein, oder? Nein, bestimmt nicht. Genau, dazu gab es dann, also davon gab es dann noch ein paar. Und genau, dann unterwegs habe ich mir mal wieder einen Riegel geholt. Wollte ich mir mal abgewöhnen, aber ja, einfach nein. Ich mag es halt einfach sehr gerne. Und dann gab es unterwegs einen Proteinriegel, diesen Premier in weißer Schokolade und zurück zu Hause. Dann gab es dann wieder Standard eine Runde Zudels mit Nussmus als Soße und dann auch Kim-Style-like, ich bin zu faul Falafeln zu formen und nehme einfach die Falafelmischung und mache die in eine backfeste Form mit Wasser gemischt und dann werden das ein Falafelkuchen. Ja, das sollte man eigentlich immer so machen, das ist viel praktischer. Naja, dann kannst du nachher schon mal eine Runde Lebkuchen. Und dann noch ein Snickers Creamy Peanut. Oh mein Gott, neue Sorte. Kennt ihr die schon? Wenn ja, wie findet ihr die? Ich muss ja sagen, ich feiere das normale Snickers schon ein bisschen mehr, aber ist trotzdem auch lecker. Und dann noch ein bisschen Schoki dazu. Und dann am nächsten Tag auch mal wieder große Empfehlung, Müsli-Empfehlung. Und zwar dieses Vitales Schoko-Nuss-Müsli. Das ist richtig lecker. Vor allem ist es so geil geröstet. Und ja, dazu gab es dann noch einen Nukau-Riegel, auch wieder große Liebe. Darf bei mir eigentlich auch echt nicht mehr fehlen, gibt es sehr, sehr oft. Aber es ist einfach lecker. Und dazu hatte ich dann noch Erbsenmilch, die auch überraschenderweise sehr fein war. Ja, dann da habe ich mir nochmal eine Runde Müsli gemacht und zwar diesmal noch mit einem Proteinpudding und noch ein bisschen Marmelade und noch eine Milchschnitte. Genau. Übrigens finde ich auch also Proteinpudding mit Marmelade ist auch irgendwie eine ganz geile Kombi, finde ich. Also da hat man wie so einen rote Grütze-Effekt, finde ich. Ja.
Dann zwischendurch mal wieder einen Riegel, und zwar diese von Corny. Ich auch wieder, also übrigens mir auch mal aufgefallen, dass ich weiße Proteinriegel eigentlich immer am geilsten finde. Ja, dann gab es einen weißen Schoko-Proteinriegel und dazu noch wegen Balance of the Key. Ein lecker Kinderriegel, der Klassiker, darf nie fehlen. Zum Abendessen gab es dann noch Ofenkartoffeln, mache ich mir ja auch zur Zeit immer öfter eigentlich ganz gerne. Und dann habe ich noch eine Packung Tzatziki geholt, ja, den nehme ich einmal von Apostel, ist das, glaube ich. I don't know, aber das ist ganz normale Tzatziki. Ja, und dazu noch ein bisschen Zudels. Da ist nämlich Tzatziki auch eine richtig geile Soße für. Zum Nachtisch gab es dann mal wieder Foodporn-Teller. Ja, es gab ein paar Lebkuchen, dann eine Packung mit Nutella-Brotsticks, Schokolade, noch ein Kauriegel, ein ESN-Proteinriegel und noch ein bisschen Philadelphia. Ja, das, keine Ahnung, brauchte ich mal. Zum Frühstück gab es am nächsten Tag dann wieder eine Runde Müsli und ja, wirklich diese Schokostückchen da drin, das ist so geil. Und auch diese Nussstückchen. Und wer das nicht kennt, das müsst ihr euch unbedingt mal holen. Und ja, dazu dann auch nochmal Lebkuchen. Und ja, das ist dieses Müsli und die Milch, wirklich, die ist auch richtig, richtig fein. Hätte ich nicht gedacht. Dann Snacking on Tour habe ich mir einen von meinen Favorite Crispy-Riegeln mitgenommen. Das war nicht meine Lieblingssorte, aber die ist auch ganz geil. Also ich mag halt hart künstlich, ne? Also da müsste ich schon auf wirklich künstliche Riegel stehen, aber ich mag es. Von daher, ja, genau, dann nochmal schöne Berlin. Ja, dann, oh mein Gott, ich bin ja totaler Eisfan geworden. Ich war nie ein Eisesser. Und habe dieses geile Nui-Eis getestet. Boah, ist das geil. Also richtig nice. Ja, und Kalorienkugeln habe ich nochmal die Chance gegeben, bis ich dann wieder festgestellt habe, ich mag die einfach nicht. Ich weiß nicht, gibt es da eine leckerere Sorte von? Aber die waren nicht so geil. Naja, zum Abendessen gab es dann wieder eine Runde von meinem missglückten Falafelhäufchen. Dann Ofengemüse dazu, Nussmus, dann nochmal schwarze Nudeln, Zudels und ja. Genau, noch Pilze, also ein bunter Mix an Leckereien. Zum Nachtisch dann auch richtig geil, gab es nochmal einen Duplo Choconut und dann einen Donut. Da hatte ich auch, der war voll lecker von Rewe, also ein Karamell-Donut. Vor allem war der so geil gefüllt und auch gar nicht so teuer. Also ja, Rewe kann auch was. Und dazu noch ein lecker Proteinriegel. Am nächsten Tag gab es wieder Müsli und so sieht es dann alles aus, wenn da Milch drin ist. Dazu noch wieder Philadelphia rein, noch ein bisschen Marmelade mit rein, noch ein paar Lebkuchen und noch ein bisschen Schokolade. Genau, das waren übrigens auch die Lebkuchen von Vegans. Ein bisschen Schoki. Ja, that was food porn. Na, jetzt zeigt zwischendurch, habe ich mir nochmal so ein Schälchen mit Müsli gemacht und darüber nochmal Nussmus gegeben und dazu noch ein kleines Schälchen mit Nussmus gemacht. Weil ich bin auch so jemand, der so Müsli pur isst. Es ist nicht gut für die Verdauung. Das verstopft ein bisschen. Aber es ist schon lecker. Ja, doch, doch. Unterwegs gab es dann erstmal neue Entdeckungen. Richtig geil, diese Ahead-Riegel sind richtig, richtig lecker. Es ist wie so ein, also es ist wie ein Schoko-Bounty. Richtig, richtig gut. Ja, den habe ich dann erstmal schnabuliert und bin nach Hause gelaufen. Zu Hause gab es dann erstmal noch eins von den Nui-Eis. Ja, also wie ihr seht, das ist einfach pornös. Also da wollte ich unbedingt auch nochmal andere Sorten probieren, weil das war schon so lecker. Die Schoki ist auch richtig fein gewesen und ist wirklich ein Excellence-Eis. Also falls ihr die noch nicht kennt, kann ich euch empfehlen. Zum Abendessen, Healthy Schmelzy, gab es dann eine Avocado. Da habe ich dann noch Sojasauce drauf gegeben. Ich finde, Avocado und Sojasauce muss einfach bei mir zusammengehören. Dann noch wieder Falafelmix und noch ein Schälchen mit Nussmus. Und natürlich noch ein Berg voll Ofengemüse für meine Daily Vitamins. Zum Nachtisch gab es dann auch wieder, ja, ein typischer Kim-Teller und zwar ein Amerikaner. Das einmal im Monat muss ich mir einen Amerikaner holen. Ich liebe diese Zuckerglasur einfach, ja. Und dann, da liebe ich übrigens die einfach von Rewe. Ja, ich hole mir so oft bei Rewe Gebäck. Dazu noch Schokolade und noch einen Proteinriegel. Am nächsten Tag gab es wieder eine leckere Müsli-Bowl und zwar mit hier lecker Müsli, dann Marmelade, einem Sojajoghurt oder einem halben Sojajoghurt und dann noch ein bisschen Lebkuchen. Ja, da konnte ich auch echt nicht von genug holen haben. Da habe ich mir jetzt mal auch eine zweite Packung noch geholt.
Obwohl es, glaube ich, immer noch welche im C-Plus gibt. Wahrscheinlich werde ich mir noch eine dritte holen. Und dann ja, gab es noch ein Eis, dann noch eine Milchschnitte mit dazu und noch einen leckeren Joghurt. Also falls ihr immer fragt, was ich so für Joghurt nehme, ich nehme eigentlich fast immer diese von Ermann oder die Eigensorte von Aldi. Die mag ich auch gerne. Und dann gab es noch einen kleinen Ostergruß oder Snack, richtig süß, habe ich von einer Agentur so Osterhasen zugeschickt bekommen, noch so ein bisschen M&M's, dazu habe ich mir noch ein bisschen Porridge gerührt, ja, richtig, richtig goldig, habe ich mich total gefreut, war auf einmal in meinem Briefkasten. Ja, und dann unterwegs gab es wieder einen Riegel, habe mir meinen Wellmix-Riegel geholt, die haben halt für mich auch immer ein super gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, der kostet irgendwie so 99 Cent und dafür sind die voll in Ordnung, also die Proteinmasse drin feiere ich immer nicht so dolle. Aber trotzdem sind die echt lecker. Also doch, ich mag die gerne. Und ja, dann war ich mal wieder unterwegs. Dann zu Hause, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich nicht Bock auf sowas Großes. Dann habe ich mir einfach so ein bisschen von meinen Nudeln, von meinen schwarzen Bohnennudeln gekocht, noch Sojasauce drüber gekippt. Und ja, es sieht immer super eklig aus, aber es ist wirklich eigentlich echt lecker. Ich liebe diesen puren Geschmack davon. Ja, zum Nachtisch gab es nämlich dann noch echt Leckereien und zwar, oh Gott, diese Kekse, das sind für mich auch mit Abstand die besten Cookies, das sind diese von Rewe mit den, ich könnte ja auch Rewe-Werbung machen, fällt mir gerade auf, Rewe, gut und günstig, nee, das ist Edeka, ups, ja, aber es war nochmal ein richtig geiler Nachtischteller, wie ihr seht. Zum Frühstück gab es dann nämlich auch wieder Kekse und Müsli, die Müsli fällt euch vielleicht jetzt auch langsam auf, irgendwann ist die Schokolade rausgepickt, irgendwann picke ich immer die ganze Zeit Schokolade raus, ja. Gut. Und dann, genau, gab es noch Kekse mit dazu. Die sind halt fudgy und haben so fette Schokostückchen drin. Also so geil. Unterwegs gab es dann wieder einen von den leckeren Achieve-Riegeln. Ja, die sind auch noch sehr gesund. Und von daher, ja, hatte ich mir da einen mitgenommen. Im Hintergrund seht ihr mein schönes Fahrrad. Da hatten wir auch noch ein richtig, richtig schönes Wetter. Und dann habe ich nämlich meine Too-Good-To-Go-Tour gemacht und habe dann habe mir ein paar Sachen geholt und bin dann auch erstmal nochmal Päuschen sozusagen, habe ich mich nochmal in den Fluss gesetzt, schon mal eine Runde gesnackt, hatte einmal so ein Franzbrötchen, richtig, richtig lecker. Und ja, irgendwie hatte ich dann auch noch Bock auf das Schokocroissant und dann habe ich auch noch das Schokocroissant gegessen und ja, da so ein bisschen die Idylle von Berlin genossen. Aber es war echt super leer an dem Tag und es war mega, mega schön. Und die beiden, also beides war auch sehr, sehr fein. Überhaupt, wenn ihr meine Too-Good-To-Go-Videos nicht kennt, kann ich die euch sehr empfehlen. Genau, zum Abendessen gab es dann nämlich auch ein Baguette von Too Good To Go und das war eins mit Ei, mit so einem Pesto drauf, mit Ei sage ich schon, Entschuldigung, das ist Tomate Mozzarella, ich habe auch Tomaten auf den Augen und dazu noch Zudels, ja, wo ich mit meinen Gedanken manchmal bin. Naja, zum Nachtisch gab es dann wieder die leckeren Cookies, ach. So geil. Und dann noch einen von den leckeren Premierriegeln und noch ein paar von den Halorienkugeln, wo ihr mir da echt mal sagen könnt, ob es da irgendeine Sorte gibt, die auch schmeckt. Also, oder ob euch die schmeckt. Naja, genau. Das war's. Ich hoffe, euch hat das Food Diary gefallen. Ich freue mich wieder, dass ihr mit dabei wart. Ich freue mich immer, dass ihr mit dabei wart. Und ja, genau. Einfach ganz viel Liebe an euch. Wenn ihr mir ein bisschen Liebe zurückgeben wollt, dann könnt ihr einfach gerne einen Daumen hoch geben. Irgendwas kommentieren oder mir folgen. Das wäre natürlich noch richtig cool. Genau. Also fühlt euch geknuddelt.